So, liebe Zuschauer, und zu diesem Thema Wein begrüße ich nun den Pressesprecher des Deutschen Weininstitutes in Mainz, Herrn Ernst Bücher. Herzlich willkommen, Herr Bücher. Grüße Sie, Herr Werner. Also mich hat es eben gefreut, als ich im Beitrag hörte, rheinland-pfälzischer Wein ist inzwischen weltweit in aller Munde. So soll es ja eigentlich sein, nicht? Das ist richtig. Nein, der Wein hier aus Rheinland-Pfalz oder auch aus den anderen Anbaugebieten hat natürlich in den letzten Jahren wirklich an Reputation gewonnen. Es gibt immer noch Märkte, wo viel Aufbauarbeit noch zu tun ist, aber wir sind auf einem guten Weg, auch international. Nun, wenn ein neues Weinjahr zu Ende geht, ist das erste Produkt, das der Weinkenner und Genießer auf den Tisch bekommen kann, ist der sogenannte Federweiße. Sie haben mal etwas mitgebracht, weil Sie sagen, auch da muss man einige Dinge beachten, wenn man wirklich den vollen Genuss haben will. Ja, das ist richtig. Federweißer, man sieht das hier, der gärt noch. Ist also ein Produkt, was noch wirklich lebt. Ja. Die Hefen sind unten und in der Flasche und vergären quasi den Traubenzucker zu Alkohol und auch CO2. Das CO2 entweicht. Darum sind die Flaschen auch nicht verschlossen, dicht verschlossen, weil sie würden sonst platzen, wenn man da in einen wirklichen, oder der Korken würde rausfliegen. Dementsprechend ist hier nur dieser lockere Kapsel obendrauf. Mhm. Und ja, und wenn man ihn denn, sag mal, man trinkt, man sieht jetzt hier auch, der ist noch milchig trüb, das kommt von den Hefen, die eben da in der Flüssigkeit sind. Das hier ist der rote Rauscher, auch etwas, was zunehmend beliebter wird. Von den Sorten haben wir jetzt hier einen Müller-Thurgau und einen Dornfelder. Das sind also die frühen Sorten. Die ja, richtig. Vielleicht wollen Sie auch mal den roten Rauscher probieren. Dankeschön. So, zum Wohl. Man riecht auch schon ein bisschen was vom Jahrgang. Also, ja. Ne, wenn man den jetzt kauft, im Regal, jetzt im Supermarkt beispielsweise, wer jetzt nicht die Möglichkeit hat, zum Winzer zu gehen und den zu kaufen, er sollte darauf achten, dass er quasi als Frischware ausgeliefert wird von den großen Anbietern. Das ist Most, dem Hefe schon zugesetzt ist und der ist aber in der Regel noch sehr süß. Wenn man also jetzt am Abend Federweißen trinken möchte, ihn morgens zu kaufen, ist ein bisschen zu knapp. Er braucht also ein bisschen am Vortag kaufen. Er braucht genau am Vortag kaufen, probieren. Und dann auch mal morgens und abends probieren. Und wenn man dann merkt, jetzt ist er genau richtig, dann sollte man ihn in den Kühlschrank stellen. Dann bleibt er so, wie er ist. Die Hefen hören dann auf zu arbeiten. Oder aber am besten zum Winzer gehen. Es gibt ja immer mehr Winzer, die auch Federweißen anbieten. Ja, das ist natürlich die Herr Bücher, nun kommen wir natürlich zu einer ernsten Frage, zu einer wichtigen Frage. Das ja, wie gesagt, das Weinjahr endet jetzt traditionell ja mit der Lese, bevor dann im Keller ausgebaut wird. Wie ist denn das Jahr 2010 aus Sicht des Winzers abgelaufen? Das Wetter war ja nun sehr wechselhaft. Was hat es für Konsequenzen? Ja, es war wirklich ein Jahr der Wetterextreme. Die Wetterkapriolen haben den Winzern auch sehr zu schaffen gemacht. Wir hatten eine sehr späte, schon einen späten Austrieb. Ja. Auch die Blüte war sehr spät und es war vor allen Dingen kühl und regnerisch während der Blüte. Und in dem Fall werden die Blüten nicht richtig befruchtet, ja? Also die Beeren. Und sie bleiben dann so stecknagelkopf groß. Und das hat auch in diesem Jahr dazu geführt, dass die Erträge schon mal geringer bleiben oder sind. Auch die Trauben werden dadurch lockerbeeriger. Ich meine, das ist sogar ein kleiner Vorteil. Aber wir erwarten aufgrund dieser, sag ich mal, schlechten Blüte auch schon mal einen recht geringen Ertrag. Also wir rechnen so im Durchschnitt für ganz Deutschland mit etwa 8,5 Millionen Hektolitern. Das ist durchaus deutlich weniger als der normale Durchschnitt. Der liegt so bei 9,6 Millionen Hektolitern. Auch in Rheinland-Pfalz liegen wir ungefähr 10-11% unter dem langjährigen Mittel. Also es gab auch noch hinzu oder außerdem Wetterextreme wie Hagelschlag in der Pfalz etwa. Da
Es sind insgesamt 4.000 Hektar, wurden durch Hagel getroffen. Und die 2.500 Hektar waren über 70% Hagel geschädigt. Mhm. Also auch das, das entspricht ungefähr ein Zehntel der pfälzischen Rebfläche. Und das ist richtig viel. Jeder Tag, wie so die letzten 2-3 Tage waren, wäre natürlich jetzt für den Winzer Gold wert, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, von daher auch ein goldener Oktober, den wir doch uns wünschen würden. Also was bis jetzt gelesen wurde, das sieht man hier eben auch die frühen Sorten, Müller-Thurgau, Portugieser, Dornfelder, was jetzt noch draußen hängt und wo die Winzer also auch noch drauf warten jetzt und jeden Tag auch noch nutzen möchten, was die gute Witterung angeht, ist eben die später reifenden Sorten wie Riesling oder eben auch Burgunder, Spätburgunder und so. Das ist ja wichtig für das ausgeglichene Verhältnis zwischen Säure und der Restsüße. Nicht? Richtig, es ist also schon auch ein problematisches Jahr. Wir hatten ja in diesem August den regenreichsten August seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Mhm. Ja? Und das merken wir halt auch immer wieder. Wir haben jedes Jahr ein anderes Extrem draußen im Weinberg. Mal ist es der heißeste Juli, dann ist es wieder der regenreichste August, dann ist es der kälteste Dezember oder irgendetwas in dieser Art. Und das ist natürlich für die Winzer immer wieder eine Herausforderung. Und es zeigt halt auch, dass der Klimawandel mittlerweile bei uns angekommen ist. Ja, wie können sich die Winzer denn darauf einstellen? Was kann man machen? Gibt es da unterschiedlich empfindliche Sorten auch? Muss man wieder auf Neuzüchtungen gehen oder was ist da angesagt? Also was wir merken, also was ein positiver Effekt des Klimawandels ist, wir hatten hier im Rhein-Main-Gebiet in den letzten 20 Jahren während der Vegetationsperiode ungefähr einen Anstieg in der Durchschnittstemperatur von 1 Grad, was relativ viel ist. Und dadurch merken wir, dass wir eigentlich jetzt in einen komfortablen Status kommen, dass wir den optimalen Lesezeitpunkt abwarten können. Vor 30 Jahren, so, da musste man wirklich, wenn die Vollreife erreicht war, war man zufrieden. Ja? Und jetzt können wir wirklich warten und wenn es jetzt im August, in der Regel waren die Trauben eher jetzt Ende Oktober, erst vollreif, wenn man jetzt von Riesling beispielsweise ausgeht. Und das ist jetzt eben schon Mitte bis Anfang Oktober. Und so können wir dann eben in den Oktober hinein noch warten und das Optimum an Säure und Fruchtsüße dann herausholen. Jetzt in diesem Jahr ist es durch diese sehr zögerliche Reife schon etwas schwieriger geworden. Die Säurewerte sind noch relativ hoch und die Winzer warten eben noch, dass sich das ein bisschen senkt. Ich meine, die Winzer stellen sich mittlerweile auch darauf ein. Es gibt ja auch die Prognosen, dass es sehr trockene und heiße Sommer werden, die wir jetzt bekommen werden in Zukunft. Und da gibt es einige, die jetzt auch schon Beregnungsanlagen, also Tröpfchenbewässerung, in den Weinbergen installieren, zum Teil auch großflächig schon. Ja. Wie hat sich denn jetzt das Verhältnis zwischen Rotweinen und Weißwein weiterentwickelt? Ja, wir hatten in den 90er Jahren und auch jetzt noch zu Beginn dieses Jahrtausends hier, also in den letzten 10 Jahren, einen deutlichen Anstieg, was die Rotweinsorten anging draußen. Wir liegen jetzt bei 36% Rotweinanteil. In 1980 beispielsweise lagen es noch bei 11%. Ja? Also da sind die Winzer aber auch dem Konsum gefolgt. Ja? Die Verbraucher trinken oder haben in der Vergangenheit zunehmend Rotweine getrunken. Wir liegen jetzt im Konsum bei gut 50% Rotweinanteil, Weißwein macht 40% aus und 10% Rosé. Das sind so jetzt die Werte von der Gesellschaft für Konsumforschung, die regelmäßig so die 30.000 Haushalte befragt und darauf ziehen wir unsere Ergebnisse. Und weil dieser Rotweinkonsum zugelegt hat, haben die Winzer natürlich sich dann auch angepasst. Wir sind mittlerweile auch Marktführer im Rotwein. Jetzt hier in Deutschland im eigenen Land, also rund 30% der Rotweine, die in Deutschland getrunken werden, kommen aus deutschen Kellern. Und das ist eigentlich auch eine schöne Entwicklung. Das war vor 10 Jahren auch noch nicht so der Fall.